Willkommen beim MOOC zum Anlegen und Nutzen von Datenbanken. Ich bin Sam Winter, Datenbankexpertin und werde durch diesen Kurs begleiten. Wir werden uns in diesem Kurs besonders mit der Datenbanksprache SQL und deren Grundlagen befassen. Aber keine Sorge, es wird spannend. Wir werden mit Hilfe von SQL eine Kriminaldatenbank anlegen und diese mit Daten befüllen, Delikte untersuchen und auch meiner Lieblingsbäckerei mit Hilfe von SQL unter die Arme greifen. Dieser Kurs ist in verschiedene Lektionen unterteilt, die uns schrittweise durch diese spannende SQL-Welt führen. In der ersten Lektion werde ich euch einen klaren Überblick über den gesamten Kursinhalt geben und euch auf das bevorstehende Lernabenteuer vorbereiten. Es ist wichtig, dass ihr von Anfang an wisst, was euch erwartet, so wie man vor dem Betreten einer Bäckerei die verlockenden Köstlichkeiten im Schaufenster sieht. Ihr werdet auch eine praktische Übersicht über alle Materialien finden, die im Kurs zur Verfügung stehen, wie die Zutatenliste für eure Lieblingsbäckerei. In der zweiten Lektion werden wir die Grundlagen von Datenbanken und SQL kennenlernen. Wir werden uns ansehen, was eine Datenbank ist und wie sie organisiert wird. Zudem werden wir einen Überblick und einige grundlegende Befehle der SQL-Sprache kennenlernen. In der dritten Lektion werden wir uns mit den theoretischen Grundlagen befassen, auf welchen SQL basiert. Wir sehen uns dazu die relationale Algebra und deren Operationen an, welche als mathematische Grundlage für SQL dient. Wir werden auch andere Abfragesprachen betrachten, die euch ermöglichen, Daten aus Relationen abzufragen. In der vierten Lektion werden wir uns dann ansehen, wie man eine relationale Datenbank mit Hilfe von SQL erstellt und Tabellen darin anlegt. Außerdem werden wir uns mit den verschiedenen Datentypen und den Möglichkeiten der Tabellendefinition beschäftigen. Die fünfte Lektion befasst sich mit einfachen Abfragen in SQL. Diese benötigen wir, um Daten aus der Datenbank abzurufen. Wir werden uns mit Select-Statements, Bedingungen und Sortierung vertraut machen. Ganz ähnlich wie ein Bäcker, der gezielt nach den besten Zutaten für seine Backwaren sucht, werden wir in der Datenbank gezielt nach den passenden Daten Ausschau halten. In der sechsten Lektion werden wir uns dann mit den verschiedenen Datentypen in SQL genauer auseinandersetzen. Wir werden sehen, wie man Texte, Zahlen, Datumswerte und andere Datentypen in SQL verwendet. In der darauffolgenden siebten Lektion befassen wir uns mit Abfragen, die Daten über mehrere Tabellen hinweg verbinden. Wir werden Join-Operationen kennenlernen und verstehen, wie man damit komplexe Abfragen formuliert und so mehr aus unseren Daten herausholen. In der achten Lektion sehen wir uns dann Aggregationen und Gruppierungen an. Wir werden also lernen, wie wir Aggregatfunktionen wie Sum, Average, Count und so weiter verwenden können, um zusammengefasste Informationen aus der Datenbank abzurufen. Wir werden dabei auch die Group-By-Klausel kennenlernen, um Daten zu gruppieren und aggregierte Ergebnisse zu erhalten. In der neunten und letzten Lektion befassen wir uns mit Abfragen in Abfragen, sogenannten Subqueries. Diese werden verwendet, um noch komplexere Abfragen zu formulieren und spezifische Informationen abzurufen. Unser Kurs legt großen Wert auf praxisorientiertes Lernen. Gemeinsam werden wir anhand von realen Szenarien und praktischen Übungen das erlernte Wissen direkt anwenden können. Das fördert nicht nur das Verständnis der theoretischen Konzepte, sondern auch die praktische Anwendung. Wir werden auch dabei das Tool Adventure kennen und nutzen lernen. Dadurch wird das Üben von SQL-Abfragen zu einem Abenteuer mit maximaler Lernunterstützung. Jetzt mache ich schnell einen Abstecher in unsere Polizeistation, um zu sehen, ob meine Hilfe dort gebraucht wird. Ich freue mich schon und wünsche viel Spaß beim Eintauchen in die Welt der Datenbanken.